Ja, ich sag dir, was passiert, wenn einer von Denner am Madler bei uns anrührt, egal ob ich die kenne oder nicht. Der kriegt so einen fetten Roundhouse-Kick in die Fresse, dann wird er mal sehen, dass ich noch immer, dann werdet ihr mal sehen, dass ich immer noch Kampfsport beherrsche. Und es schon 10 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal was gemacht habe. Echt, hast du mal Kampfsport gemacht? Dem Roundhouse-Kick fliege ich 5 weg. Bei mir sind sie sowieso vor. Dann Echt, gegen hast du mich mal haben die sowieso Kampfsport keine gemacht? Chance. Hast du mal Warum zur Kampfsport Hölle gemacht? geht jetzt dieser verfickte Berechtigungsschlüssel nicht? Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Und vor allen Geht Dingen, die darum, sind dass ja ich nicht nur atmen bin. fair, ne? Die Du zücken da, bist so zack mal so einen atmen. Butterfly, dann stechen sie dich ab. Ja, das ist ja auch noch sowas. Ich hab schon gegen Leute mit Messer gekämpft. Das ist zwar auch schon ein paar Jahre her, aber Naja, es glaub ist mir, ja, da, am darum geht's ja Messer. nicht. Ich finde es prinzipiell trotzdem, sowas macht man halt nicht. Was soll denn das? Am Messer hilft dir nichts. Da haben schon ganz andere Leute blöd geschaut, wie Was für ein. schnell sie meinen Fuß in der Fresse hatten und das Messer auf dem Boden lag. Aber Drache, du kannst ja auch nicht überall sein. Die kommen ja nicht alle nach Emskirchen, diese Leute, die werden doch über ganz Habe ich ja Deutschland nicht verteilt. behauptet. Ja, Habe ich ja nee, nicht behauptet. Ich sagte ja nur, wenn die jetzt bei uns machen, wenn ich da ja. irgendwas mitkriege. Was für ein Kampfsport hast du eigentlich mal gemacht? Übrigens. Was für ein Kampfsport hast du mal gemacht? In der Schulzeit habe ich ein bisschen Kampf, ein bisschen gemacht. Das war aber nichts für mich. In Karate habe ich auch gemacht und später dann Muay Thai. Dann Capoeira versuche ich mich bis heute noch, aber das ist alles. Ja, Capoeira ist aber verflucht schwer. Da musst du halt wirklich durchtrainiert sein wie Sau. Mit dem Messer angegriffen. Was? Boah. Wie bist du Ja, da, ohne Scheiß. rausgekommen? Mann, es war nach der Disco, bin ich auf dem Heimweg gewesen und ich weiß gar nicht mehr weshalb. Eigentlich fahre ich immer mit dem Auto in die Disco, wahrscheinlich auch nur deswegen. War 19, dann bin ich zum Zug gegangen, also zur U-Bahn und dann zum Zug nach der Disco. War allein unterwegs, warum auch immer. Und ja, das sind mir so ein paar Typen über den Weg gelaufen. Auch gleich mehrere. Naja, ich will ungern sagen, es waren Hopper, aber es waren welche. Ja, Auch wenn ich so kein, sind so war ja sind wieder sie die typisch, Hopper. ne? Auch wenn ich keine Vorurteile dazu so hab, aber. Jetzt aber, wo wir unter uns sind, kann man das echt sagen, dass es häufig auffällt, dass die das immer sind, ne? Ja, oft halt, ne? Das muss jetzt sein. Ich habe ja Ja, wollte gerade schon sagen. vom Festival habe ich auch mit Hater, habe ich auch mit einem Mettler schon mal zu tun gehabt. Allerdings, ja, nachdem ich und er beide Kunden am Boden lagen und nicht mehr konnten, haben wir uns gegenseitig aufgeholfen und sind ein Biersaufen gegangen. So läuft es dann halt. Deswegen bin ich ja auch der Ansicht, dass Metal halt so geil ist. Ja. Und wie ging die Geschichte mit den Hoppern weiter? Naja, ich habe es ja erst nicht richtig gesehen. Ich habe halt auf mein Handy geschaut nebenbei. Bin halt so gelaufen, ab und zu halt mal hochgeschaut, dass ich nicht irgendwie ich dann in den Pfahl renne. Das ist mir nämlich im Vollsurf Asche passiert. Und so wie fast jedem. Und naja, da stand ein Adler auf dem Gehsteig und Ein hat was? ein Mädchen. Ach Ein so, Adler. ja. Ah, Marde, okay. Entschuldigung, Dialekt. Jedenfalls hat die gegenüber auf die Straße geschaut. Also ich bin gelaufen und links von mir war die Straße, rechts von mir war, keine Ahnung, Häuser und so weiter. Und die hat so hat halt so über die Straße geschaut. Und ich schaue halt so hoch, gehe ein Stück nach rechts, damit ich halt aus dem Weg gehe. Achte dann mal weiter drauf, weil ich halt wusste, ich kann sie nicht treffen. Ist sie absichtlich einen Schritt zurückgegangen, dass ich mir jetzt zusammenstoße. Und ich total in mein Handy vertieft, weil ich gerade am SMS schreiben war. Hab's halt leicht an der Seite berührt. Und dann habe ich halt noch gesagt, oh, sorry, sorry, tut mir leid, war keine Absicht, ich dachte, ich bin weit genug rechts, bis ich gemerkt habe, dass die einen Schritt zur Seite gegangen ist, ne? Und fast ganz hinten an der Straße stand, dass ich auf jeden Fall in sie reinlaufe. Gegenüber waren drei so Kerle. Die haben das natürlich gesehen. Weiß auch gar nicht, was das für eine Aktion von derer war. Auf jeden User Fall. disconnected from your channel. Auf jeden Fall geht sie plötzlich voll ab. Und meint, ja, was ich soll, keine Augen im Kopf und so weiter und so fort halt. Hab mich noch ein paar Mal entschuldigt und da, bis ich dann weitergekommen bin, standen die halt alle schon neben mir. Und haben gemeint, ja, ich soll seine Freundin in Ruhe lassen, von dem anderen da irgendwie. Und so weiter und so fort und haben mich halt dran gemacht. Ich habe halt dann noch versucht, mit Worten, so wie ich es halt immer mache, die ganze Sache zu entschärfen. Hat aber nichts wirklich gebracht und dann hat mir der Arne erst einmal eine Faust gegeben. Korrigation, er wollte mir eine Faust geben.
ich weiß gar nicht mehr warum, ich bin dann irgendwie ein Stück zurückgegangen und dann seine Faust ist erstmal in der Luft gelandet. Naja, dann habe ich da trotzdem nicht drauf geachtet, wollte weitergehen. Da packt mich der eine hinten an meinem Mantel und zieht. War Fehler. Ich habe mich rumgedreht und habe im Dreh einen Kick ausgeführt und habe ihm erstmal so eine verpasst, dass er quer auf der Straße gelandet ist. Krass. Ich denke mir heute immer... Oh, richtig Roundhouse-Kick da? Naja, richtig. Oder war das ein Low-Kick? Ein richtiger Roundhouse konnte es nicht werden, weil ich habe ja... Der war ja hinter mir gestanden. Und ich habe halt schon versucht, den Roundhouse zu setzen, aber der war zu tief. Ich wollte ihn auch nicht verletzen. Vor allem, weil ich gewusst habe, wenn ich ihn jetzt richtig an den verpasst, dann... Das im Krankenhaus, ja. Ich bin auch bis heute froh, dass damals keiner Kummer ist. Also auf der Straße, ne? Der ist auf der Straße gelandet. Wenn der Auto Kummer wäre, im Moment wäre der down gewesen. Na, jedenfalls, die anderen schauen erst einmal ein wenig blöd. Ich habe gesagt, glaubt mir Leute, lasst es. Wollte weitergehen, weil ich halt gedacht habe, die Sache hat sich erledigt, ne? Ja, dann habe ich erst mal ein Messer abgekriegt. Wie? Also, hat er dich erwischt? Der hat mich erwischt, rechts an der Seite. Oh, richtig tief oder nur gestriffen? Nee, der hat mich gestriffen, weil ich noch rechtzeitig, ausgewichen. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber in so einer Situation sind meine Nerven gespannt und dann kriege ich um mich herum alles. Ja, ist ja logisch. Und ich habe nur noch gesehen, ich habe nur noch irgendwas gehört, so klicken halt, und bin sofort zur Seite gesprungen. Und der hat damals, und da bin ich stinksauer geworden danach, deswegen habe ich die ja fertig gemacht wie Sau. Die haben damals meine Lederjacke zerschnitten. Oh. Und haben mir dabei die ganze rechte Seite aufgeschnitten. Aber Gott sei Dank war es nicht. Das wird mir auch stinken. Und meine Lederjacke war halt damals neu. Oh, scheiße. Aber da hat die wahrscheinlich auch gut geschützt, die Lederjacke. 150 Euro, ja. Naja, damals habe ich Glück gehabt, dass es nicht mehr passiert ist. Aber die haben halt die ganze Lederjacke durchgeschnitten, ne? Ja. Aber seit wo? Vielleicht hättest du das anders angehabt? Ging's da noch rein, oder? Naja, es musste schon genäht werden, aber es war nicht so tief, dass es jetzt in die Organe oder so hätte eindringen können. Man hat ja ein bisschen Fleisch und alles dran. Und damals habe ich schon angefangen, ein wenig zuzunehmen, also war es nicht ganz so schlimm. Aber, weißt ja nie, wo das Messer vielleicht vorher schon mal gesteckt hat und was da alles dran sein könnte. Das ist dann echt immer, also naja, auch wenn ich nicht schwer verletzt ist, aber... Desinfiziert. Ich habe ja sowieso, Tetanus und alles, habe ich ja alles Impfungen. Ja, okay, und, gut. Nicht mehr so viel. Naja, als ich die fertig gemacht habe, gab es nicht mehr viel anzuzeigen. Die sind keuchend am Boden gelegen. Ich habe die Polizei gerufen, habe den Notarzt gerufen, sowohl Michael mir als auch Michael Denner, habe mich hingesetzt und habe auf die Polizei gewartet. Aber jedenfalls, als er mich erwischt hat, habe ich mich halt nochmal rumgedreht und habe mit dem Fuß drei Schläge. Habe mit dem Fuß drei Schläge ausgeführt. Einen gegen seine Hüfte, einen gegen die Brust und den anderen gegen sein Schienbein, dass er umfällt. Krass. Ja. Also vor allem gegen Schienbein ist schon hart. Ja, ja, also Low Kick war das dann. Ja. Und ich habe halt auf die Brust habe ich halt mit der Fußfläche geschlagen. Und danach habe ich ihn halt das Schienbein weggekickt mit dem Low-Kick. Und dann ist er erstmal drauf gelegen und hat erst einmal geschnauft. Ja gut. Sind ja halt selber schuld, ne? Ja. Und der andere schaut mir blöd an und hat nur das Messer in der Hand. Und ich habe es erst nicht richtig registriert, dass der mich überhaupt erwischt hat. Dann sehe ich halt, dass irgendwas an seiner Klinge ist. Schau rechts an meiner Jacke und habe erst gesehen, dass meine Jacke... Ja. Zerfetzt war und dass der mich halt am Fleisch erwischt hat. Und dann hast du dem richtig die Brücke rausgeschmissen. Ja. Nicht genau. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Damals habe ich einen Blackout gehabt. Darum habe ich gesagt, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was war. Ich weiß nur noch, als ich wieder bei mir war, habe ich gesehen, dass alle drei am Boden liegen und sich nicht mehr richtig rühren. Schnauft haben sie noch, aber mehr haben sie nicht gemacht. Das Madler hat die ganze Zeit geschrien dabei. Ich dachte mir, was habe ich jetzt wieder angestellt? Ja, das kommt vor, wenn man richtig unter Adrenalin steht, dass man dann weg ist und dann ist man wieder da und weiß gar nicht, was da ist. Aber solange die außer Schnaufen nichts mehr können und am Boden liegen, dann ist man wenigstens ein bisschen seine Ruhe. Vor allem bei mir ist das ganz gefährlich.
bin eigentlich ein normaler Mensch, also ganz, ganz neutral und alles, und ich hasse Gewalt, aber wenn man mich wirklich brutal reizt oder mich angreift und körperlichen Schaden zufügt, da ist es ein rotes Tuch, dann sehe ich nichts mehr und dann jetzt rund, dann habe ich schon mehr als einen, glaube ich schon mehr als einen fertig gemacht. Naja, und ich habe dann halt damals ich habe damals die Leute angeschrieben, also die Polizei angerufen, und habe ich dann einfach nur noch auf den Boden geguckt und habe gar nicht bis die kommen. Dann habe ich halt dann denen erklärt, was passiert ist, und die haben mich dann halt noch angeschaut, haben erstmal gefragt, ob es mir überhaupt gut geht. Ich habe gesagt, also der Sunny, habe ich gesagt, die sollen sich erstmal um die da kümmern, ich komme schon klar. Ja, und dann ist erst einmal Netzzeug rausgeholt. Oder warte mal, nee, Schmarrn, das war anders schon mal. Da haben sie mir dann erst einmal zu der Polizeiwache mitgenommen. Die Sunny hat mir erstmal einen Verband gegeben. Dann auch musste noch gegenüber zur Polizei, zum Krankendienst, und haben sie mir dann noch genäht. Ah. Naja. Ja, aber solange die nur nähen mussten, das geht doch. Ja, wie gesagt, die haben mich nicht groß erwischt mit der Lederjacke damals, aber. Ja. Sieht man denn noch was von der Narbe? Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich habe ja damals erst angefangen zuzunehmen. Wenn ich wieder abnimmt, sieht man sie vielleicht wieder. Okay. Aber ja gut, das macht doch Sinn. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob man sie noch sieht. Ja. Hast du dann Anzeige erstattet bei der Polizei? Wegen Körperverletzung? Eigentlich hätten die mich anzeigen können, weil ich sie krankenhausreif geschlagen habe. Na wieso, das war ja nicht Notwehr. Es ist so eine gespaltene Sache. Ich habe keinen schwarzen Gürtel oder sowas. Ich habe allgemein auch keine Ausbildung in einer Kampfschule. Ich habe einfach halt die Kampfsportarten trotzdem teilweise drauf. Ich will nicht sagen, dass ich irgendeine beherrsche, aber ich kann sie halt teilweise. Und deswegen gilt ich eigentlich selbst als Waffe. Ja, aber das ist immer das Gute, wenn man dann nicht einen offiziellen Gurt hat und sowas. Dann kann die Polizei und die Staatsanwaltschaft auch nicht damit argumentieren, dass man quasi die Kampfausbildung als Waffe gebraucht hat. Ich habe damals gesagt, ich will mit denen sprechen. Die sind dann auch wieder zu sich gekommen. Die haben nicht ins Krankenhaus gemüsst oder was, aber dem einen war über der, wie heißt, wobei, Moment. Warte mal, jetzt bringe ich was durcheinander. Einen ist die, wie nennt man das, über der Augenbraue, ist dem, hat er Platz ohne gehabt. Nee, die Schläfe nicht ganz, also, aber über der hat halt über der Augenbraue, so am Auge rechts, hat er so Platz ohne gehabt. So ein Cut. Und dem einen, habe ich die Nase gebrochen. Der hat heute noch Probleme mit dem Schnaufen durch die Nase, soweit ich weiß. Echt? Ach so, hast du quasi noch, nein, nicht Kontakt, aber über den quasi informiert? Nee, ich habe den halt später noch einmal getroffen. Das war viele Jahre danach. Und da war er nur noch am Schnaufen, oder was? Nee, aber er hat halt gemeint, dass das damals echt scheiße war von denen und so weiter. Die haben sich dann auch an dem Abend noch entschuldigt, aber... Ja gut, das halt ist ja... Ich meine, klar, das war scheiße, was die damals abgezogen haben, aber... Naja, der eine quasi einsichtig ist, das ist der ja. Der eine mit dem Messer, der ist cool. Der ist in der Strafe gehabt. Jugendarrest hat er, glaube ich, nicht gekriegt, aber der hat dann wirklich. Wegen Strafe der Sache oder wegen was anderem? Der war schon vorbestraft. Messerstecherei. Der hat anscheinend schon mal jemanden niedergestochen. Oder sogar schon mehrere Leute, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh Mann. Jedenfalls, ja. Wie alt warst du denn damals, als das passiert? 19. Dachte ich ja, 19. Achso, habe ich nicht gehört. Macht nichts. Ja, das ist eine Story von denen, die ich normalerweise nicht so oft erzähle, weil ich darauf echt nicht stolz bin. Na gut, stolz. Ich meine, schämen muss man sich da jetzt auch nicht für. Hast dich halt gewehrt. Ich meine, was willst du machen, wenn dich einer mit dem Messer angreift? Also, oder sogar mehrere dich angreifen? Meistens können die da nichts machen. Ja, entweder läufst du weg oder du wehrst dich. Und du hast dich halt gewehrt. Ja, aber das kann man sich auch nur trauen, wenn man halt so eine Kampfausbildung hat, auch wenn man jetzt nicht offiziell einen Gurt hat, aber ja, sonst ohne Kampfausbildung kann man das nicht machen. Ja. Andere Leute müssen halt weglaufen, aber ich meine, wenn man halt mehrere Kampfsportarten beherrscht, dann kann man halt auch überlegen, ob man sich wehrt. Ja.
Ja, ich hab mir das nie getraut, obwohl ich halt auch die Kampfsportarten von Jiu-Jitsu und sowas beherrsche, aber ich weiß nicht, ich hatte halt noch nicht so viele Wettkämpfe damit. Ich hab halt damals. Ich das mit meinem Nachbarn immer gemacht habe, aber. Ich hab halt damals meine. Ich hab damals meine Springerstiefel angehabt und ich hab. Wie gesagt, ich hab mit meinen Kickserschirmen was gekonnt und soweit ich von den Mädchen dann später nochmal gehört gekriegt habe, weil die wollte mich nämlich anzeigen, weil ich die fertig gemacht habe. Die Jungs selber haben auf Anzeige verzichtet und ich habe dann halt auch gesagt, gut, wenn ihr auf Anzeige verzichtet, mache ich das auch. Bloß der mit dem Messer ist halt allein deswegen, weil der mich damit angegriffen hat, an der Strafe nicht entgangen. Ja, das steht ja dann gar nicht in deiner Entscheidung, sondern rein ja, Staatsanwaltschaft ist dann mal. Polizei und Staatsanwaltschaft, ja. Ja. Jedenfalls, dann ist dann halt so abgelaufen laut dem Mädchen, dass ich dem einen mit meinem Stiefeln, wie sie gesagt hat, also mit meinen Springern, habe ich dem damals die Klinge aus der Hand geschlagen und die hat erst einmal über meine Stahlkappe gekratzt. Ich habe quasi von mit dem Stiefel geschlagen. Ja, mit einem Kick. Wilde Aussage. Ich hab halt den mit einem Kick das Messer aus der Hand geschlagen. Hab den aber nicht gegen die Hand geschlagen, weil damit hätte ich mir das Handgelenk gebrochen oder die Hand gebrochen, sondern ich habe gegen die Klinge geschlagen. Das heißt, die Klinge ist erst nochmal weggeflogen. Ich weiß bis heute nicht, wo die gelandet ist, die hat glaube ich keiner mehr gefunden. Ich hoffe, da ist keinem was passiert. Jedenfalls, nachdem die Klinge weg war, habe ich den halt auch noch irgendwie fertig gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mit den Fäusten, so viel weiß ich. Weil das ist nämlich deswegen auch so beim Militär, diese ganzen Kampfsportarten, die beim Militär praktiziert werden, die sind ja auch so darauf aus, dass man halt richtige feste Schuhe trägt und dann auch in so Messerkampf oder sowas dann auch ruhig mal gegen die Klinge treten kann und sowas. Normalerweise kämpfst du mit einem Messer. Also ja klar, aber wenn man dann irgendwie entwaffnet wurde, da hat man immer noch die Chance, mit den Stiefeln dann auch noch viel zu reißen irgendwie. Naja, beim richtigen Kampf mit richtigen Springerstiefeln hätte ich meinen Schuh gegen seine Klinge gedrückt. Weil dann hätte ich eine Stahlkappe drin, also hätte ich eine Stahlsohle drin gehabt. Dann hätte ich mit meinem Schuh quasi gegen seine Klinge von vorne gedrückt und hätte ihm quasi auf die Art und Weise die Hand zerschnitten. Weil die hätte er nicht rechtzeitig festhalten können. Ja. Es kommt halt aufs Messer an. Wenn er jetzt ein Messer hat, das auch ein Heft hat, also quasi diese Parierstange. Was man schwenkt, was Parierstange ist, was Messer heißt, weiß ich gar nicht. Sondern halt bloß so ein Klappmesser, das rutscht er durch die Hände und schneidet sich. Oh, ja, drauf. Klar. Ja. Deswegen muss man immer darauf achten, dass man da halt nicht von vorne so gegen tritt. Ja, das so war das eine. Ich glaube, am besten ist so seitlich gegen die Klinge dann. Ich habe damals, am besten gegen an der Seite oder halt nach oben ist halt verdammt gefährlich, weil wenn es wieder runterkommt, kannst du sowohl dich ja treffen, als auch halt andere, die da nicht mit beteiligt sind oder die halt dann beteiligt sind, aber die halt dann, ist auf jeden Fall nichts, wenn sie von oben nach unten gegen die, von unten nach oben gegen die Klinge tritt, dann fliegt sie erstmal nach oben, wenn er sie nicht fest genug hält. Ja, oder was man auch gut machen kann, ist diesen Kick von oben nach unten quasi, dass man so einen Halbkreis tritt mit dem Bein und dann von oben nach unten tritt, quasi mit der Hacke von oben gegen der Klinge. Aber wenn ich das mache, breche ich ihm das Handgelenk. Auch wenn man nur gegen die Klinge kommt? Es kommt darauf an, wie er das Messer hält, aber wenn ich von oben nach unten gegen die Klinge hau und er hält das Messer fest genug, dann zieht es erstmal mit nach vorne. Ja, stimmt, und auch die Hebelwirkung, okay, klar. Aber ich glaube, so fest hält das keiner, vor allem nicht. Obwohl man weiß es nicht. Wenn die voller Adrenalin sind, dann können die das auch echt gut halten, mit dem Messer. Ja, wenn die sich mit dem Bogen eingeworfen haben. Das kann man nicht planen. Das ist ja meistens irgendwie einfach so Reflex, ne? Ja. Biller Drachenfan, würdest du mal was sagen? Ganze Zeit zurück. Ist ja auch der stille Drachenfan. Ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem im Drachenlord an sich. Ich habe einfach nur ein Problem mit seinen Lügen und Aber du tust ja jetzt behaupten, der Drachenlord würde lügen. Kannst du auch Beweise bringen? Ja, ich kann einige Beweise bringen. Also ich habe nie gesagt, dass ich nicht lüge. Ach so, okay, dann kann ich natürlich keine Beweise bringen. Lass ihn bitte mal kurz erzählen, Drachenlord. Wir sind ja eine Sendung, wo jeder zu Wort kommt. Ich kann mich an einige Kampfsportäußerungen erinnern. Ich kann mich an
Ja, möchtest du dazu was sagen? Kannst du vielleicht konkrete Beispiele bringen? Also jetzt so, also von so wegen erinnern, bla, bla, bla. Das kann man also, ja so also, genau, okay, das ist ja eine Faktensendung. Ich werde das mal ein bisschen ausholen. Ich kenne eine Story von einem etwas dickeren jungen Mann, der durch Emskirchen lief und auf der anderen Straßenseite hat eine Frau ihm herüber gelächelt und gewinkt und trotzdem ist er nicht auf die andere Straßenseite gegangen, sondern ist den Weg gegangen, den harten Weg, den schweren Weg, auf der Seite der Straße, auf der ihm drei starke Typen entgegenkamen. Einer sogar mit einem Messer bewaffnet, er hatte eins Messer. Warte mal, ziehst du den gerade den Finger aus dem Arsch? Also irgendwie kommt mir gerade... Können wir bitte bei den Fakten bleiben? Was ist wirklich eine echte Geschichte, die ich so von Zelda... Die echte Geschichte lautet folgendermaßen. Bitte mich aussprechen lassen, danke. Lügenlamm. Hallo, bitte aussprechen lassen. Okay. Ich war ja Teilnehmer vom Drachenlord Teamspeak und dort hat mir der Drachenlord diese Geschichte erzählt. Also er wusste nicht, dass ich da war, aber ich war da. Das habe ich bestimmt nicht erzählt. Ich kann die Geschichte erzählen, aber die ist es nicht. So ging die Geschichte auch nicht. Erzähl bitte deine Version, Drachenlord. Die wahre Geschichte. Also, die Geschichte war folgendermaßen. Da war ich etwa 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr genau. Es war in Nürnberg. Ich bin aus der Disco heimgelaufen zum Zug, weil ich damals allein unterwegs war. Und damals war es halt das so, dass die... neben der Rockfabrik in Nürnberg, ist ja das Planet. Und das Planet ist ja eine Disco, da sind ja wenigstens so, ja, andere Musikrichtungen und so weiter. Damals war es ja so, ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich war halt ganz normal als Metal angezogen, Nietenarmband und so weiter, schwarz, wie immer halt. Lauf da so meinen Weg auf den rechten Gehweg. Da steht vor mir eine Frau und so weiter. Ich habe so aufs Handy geschaut, schaue wieder nach oben. Lauf trotzdem weiter, dann wollte ich hier ausweichen, habe das dann nicht gesehen, weil ich wieder aufs Handy schaue und bin versehentlich mit ihr zusammengestoßen, weil sie absichtlich einen Schritt nach hinten gemacht hat. Drei Leute auf der anderen Straßenseite, drei Jungs, sind damals dann rübergekommen, haben gemeint, was da los ist und so weiter. Also ich erzähle jetzt mal die kurze Variante. Im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass die dann auf mich losgegangen sind. Ich habe mich dann verteidigt. Mit Kampfsport. Wie? Und im Prinzip ist es dann darauf hinausgelaufen, dass einer von denen auch ein Messer gezogen hat und ich dem dann das Messer aus der Hand geschlagen habe. Mit einem dann Fußkick? Oder? Also wie? Ich kann da nicht genau sagen, was passiert ist, weil ab einem bestimmten Punkt habe ich dann einen roten Faden drin, dann sehe ich nicht mehr und höre nicht mehr, dann mache ich einfach. Und dann wurde von der Frau im Nachhinein erzählt, oder so das geschildert, dass ich mich halt rumgedreht hätte und dabei so eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe. Hast du auch Gold geleuchtet, oder? Ach, Regenbogen. Junge, hör auf mit deinem Blödsinn, ja. Du erzählst also eine Geschichte, lügst dabei gleich rum, behauptest, ich hätte gelogen, obwohl die Geschichte vor Jahren passiert ist und jetzt halt laberst den Blödsinn von wegen Gold geleuchtet. Ja, weißt du, ich war Super Saiyajin. So ein Blödsinn. Ja, es kann ja sein, Entschuldigung. So ein Schwachsinn.